wirklich neblig hier. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein. Er ist unbedeutend. Ach, Entschuldigung, aber woher hast du diese Axt? Das geht nur mich etwas an. Und das ist doch wieder so eine, oder? Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass du ihr was angetan hast. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Faye ist tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin. Und eine gute Frau. Na gut. Ich verbessere diese Axt. Du auch noch? Na geil. Aber niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter, sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja, doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Schwör's bei Freya. Vertraue den irgendwie nicht so ganz. Also warum sollte er das denn so direkt Mach machen? Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Oh. Wie kennt er sich vor dem Blut wahrscheinlich, oder was? Ist das Blut? Oh. Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Das war's? Bereit und bereit. Auferstehungssteine sind jetzt im Laden verfügbar. Wahrscheinlich können erobert werden, damit... Wer es gratis wiederbeleben kann. Gehen Sie, um den Kaufbereich im Laden aufzurufen. Hier oben? Auferstehungssteine. Auferstehungssteine, aber er kann jeweils nur einen tragen, um den anderen Auferstehungen zu kaufen, müssen Sie zuerst den Ausgerüsteten entfernen. Wenden Sie ihn im Kampf oder verkaufen Sie ihn in einem Laden. Magischer Stein hat es eine Menge an Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie Q, wenn Kratos stirbt, damit er das wieder ins Leben holen kann. Es kann jeweils nur ein Aufstehen getragen werden. Ja, okay. Das ist natürlich gut für mich. Also, der halt nicht so gut ist. Kann ich mich halt einfach easy wiederbeleben. Meinetwegen musst du noch nicht gehen. Ja, doch. Kopf zu. Er hat mit der Bürste einmal, zweimal da drüber geschrubbt und dann ist die Waffe geupgradet oder was? Wer das denn? Ist doch richtig dumm. Oh. Mittlerweile fühle ich mich schon irgendwie ein bisschen zu stark für das, was wir hier machen, wenn wir die ganzen Gegner schon fast one-shotten. Okay, hier hochklettern.
Sag mal, kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir. Schon wieder Gift hier. Wem ist das? Direkt hinter dir. Ist hinter mir? Komm mit hier, Juri. Nee, was ist das für eine Hexe? Hat die das hier gemacht? Ja, da ist sie wieder. Au! Richtig viele, wir haben doch schon das Genick gebrochen, die machen nicht mehr. Okay, zwei Höhleneingänge haben wir, wir gehen in den rechten rein. Kann die Axt wieder hoch, die brauchen wir bestimmt gleich. Haben wir jetzt hier so ein Portal gefunden, oder? Nee. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Ja, dann waren wir natürlich wieder mal genau auf der falschen Seite. Gehen wir jetzt hier links rein. Der Kleine mit? Na komm, Juri. Ich hab hier schon wieder ein Haar im Auge. Das ist so nervig einfach nur. Könnte ich Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr. Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Riester! Was, was er einfach mal gesagt hat? Oh, what the... meine Güte. Oh, okay, okay, okay. Ja, ich lasse das ja schon. Au, 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 au. Kann ich hier nicht kaputt machen mit meiner Axt? Oh. Komm mal weg, Kleiner. Holy. Bring ich ihn erstmal um einfach. Nice, guck mal, so Dings greifen wir hier rein und haben wieder einen irgendeinen. Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Eine Brustrüstung, eine neue. Abwehr- und Abklingzeit. Okay, sieht das nicht viel besser aus. Das zerstören wir? Ey, ich hab da ge... Okay. Das halten wir jetzt an. Das heißt, wir können jetzt zu der Chest gehen und hier ist bestimmt das Ding drin, was wir brauchen. Muss ich hier wieder ins Menü rein? Jetzt ist immer links, rechts, links. Das ist irgendwas anders. Kann ich ausrüsten, die Fights. Aber das Ding ist hier wieder. Ah, schon wieder so ein Vieh. Du nimmst. Komm, ja, mach nach. Au, au, au. Ich glaube, wir sind ein bisschen umzingelt, oder? Ja.
Aua! Die Kleinen alle wegmachen? Ah, er ist in Betäubungsmodus, da kann ich wieder draus springen. Witzig, wie man einfach da den einen fertig macht, wenn er dem auf der anderen Seite. Oh, die explodieren immer. Boah, ich bin ja fast tot, ey. Fällt mir jetzt das auf. Holy fuck, ey. Legendär. Frostflamme. Symbol der Wahrheit. Unkraft, irgendwas. Ist aber auch fies, diese Dinger, die dann einfach die ganze Zeit immer so sterben und dann einfach die Sachen liegen lassen und dann explodiert das noch, dass man dann noch rechtzeitig rausrennen muss. Ja, richtig. Richtig annoying für mich. Das erinnert mich immer an die Call of Duty Zeiten auf dem Public Server. Die Leute, die diesen Perk Märtyrer drin hatten. Wie du abgeschossen hast, du rennst dann hin, willst da die Waffe noch looten oder irgendwie so oder ganz schnell oder einfach ganz schnell weiter. Und da liegt dann die Granate und die dich dann immer instant noch geholt hat. Das war immer so annoying. Und meine Waffe. Hier. Ja, kommt den Berg auf jeden Fall näher, der Spitze. Boah, ist das ein Gesicht? Guck mal. Das ist Rauch, oder? Wird die Seilbahn nach oben? Ein böser Nebel. Ich würde da irgendwie nicht da reinlaufen wollen. Das sieht echt gefährlich. Oh, was ist das? Dass er da einfach so reinläuft. Nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Okay, dann müssen wir die holen. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Aha. Welche Fehler? Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? Irgendwie ist mir das suspekt. In eine Welt jenseits der euren. Wir haben den Weg zum Berg abgeschlossen. Nice. Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Und warum sind die immer schneller als ich? Wir nehmen das hier. Greitha. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Oh, aber mir jetzt wirklich damit runterfahren? Da, neu. Wir wollen aber nach oben. Wie hilft uns das jetzt, nach oben zu kommen? Tyrs Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Ah. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser.
Warum ja. ist die Kreatur im See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Mhm. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Ragnarök. Weißt du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen, selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Oh. Sprache der Schlangen. Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Weg hinüber. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Und die macht jetzt wieder Magie, Magie, Magie und... Ja. Schaust du zu? Macht sie jetzt. Leosta. Was? Es ist fest. Alpenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht, solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Ich will auch eine. Ja, ich will auch eine. Diese Wurzeln, was ist das für eine Magie? Von den Warnen. Aus Warnerheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter, der Kleine weiß irgendwie alles, oder? Kann das sein? Dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Was ist er? Was sind wir denn? Hallo? So. Bin mal wieder da, die Tür aufzumachen. Sonst habe ich nicht wirklich den Nutzen. Ach, hier waren wir doch vorhin reingegangen. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, jetzt schiebt er die Tür wieder auf, klar. Tempel, erbaut mit Hilfe der Riesen. Der große Tier bereiste von dort aus die neuen Welten und wahrte so den Frieden unter ihnen. Sieht nicht besonders friedlich aus. Das Vieh. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Guckt euch das Vieh an. Die lebenden Toten werden immer krass. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer solchen Welt leben. Ah, das ist verschlossen. Darf ich nicht benutzen. Also das Monster ist halt schon brutal, ne? Das ist einfach so geil gemacht. Alter Schwede. Am Fuß dieser Treppe nach rechts. Ach, an der hier. Hier war doch unser Boot vorhin, oder? Ist unser Boot weg? Hat das jemand geklaut? Da, wieder ein Lichtkristall. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Justa. Hat geklappt. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Heb zuerst die Achse an. Reparieren wir hier dieses Riesenschiff oder was soll das sein? Gut, jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Wieder. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Ist das ein Zug? Jetzt schiebt die Brücke die Schiene entlang. Wow. What the fuck? Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Wie schnell muss ich denn hier F-spammen? Nein. Er war schon immer sehr stark. B ist es, by the way. Was denn jetzt? Du bist noch nicht fertig. Ja, beruhig dich. Du musst die Brücke bis ganz zum Ende schieben, damit der Mechanismus zurückgesetzt wird. Muss ich das nur gedrückt lassen oder muss ich das... Nee, ich muss das schnell drücken.
gesagt, du musst die Brücke bis zum Ende schieben, um etwas ja, zu beruhig lösen. Dich, mache ich doch. Ne, muss was ich denn jetzt... Ich nannte sie Hehlläufer. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Das ist so... Ich muss... Das ist so gedacht, dass man da immer anhält, oder wie? Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Natürlich schon phänomenal, sowas zu bauen. Jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Es ist nur noch ein kleines Stück. Nur noch ein kleines Stück, kein Problem. Das fertig. Ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Jawohl. Das war beeindruckend. Tut dir geil, oder? Nein. Im Rücken geht es gut. Durch diese Türen. Haben die Riesen oder die Albentierstempel gebaut? Das ist die Frage, ob hier Brock noch drin ist. Haben bei seinem Bau Brock, Brock, Brock. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Die Animation regt mich jetzt schon auf, ne? Dass er immer die Tür aufschiebt und am Ende nochmal die Tür macht. Hey, er ist weg.